Und jetzt nochmal Shift und jetzt steht da Backend. Und dann machst du es einfach mit den vier Wegetasten, ne? S zum Beispiel ist dann runter. W, also nee, nicht W, V. Jetzt komme ich schon raus. F. Junge, ruhig. F. Mit F nimmst du die Schaufel zu dir ran. G, machst die Schaufel zu. Holst wieder hoch. Dann drückst du R, machst den Arm raus und das war's schon. Und mit T machst du die Schaufel auf. Also T. Schaufel aufmachen. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Ernsthaft. Ich weiß nicht, warum der jetzt schon wieder so hier so rumspackt. Ich habe keine Ahnung. Das ist. Seitdem ich die Kamerastellung. Warte, so hatte, ne? So. Seitdem ich die so hatte, spackt der irgendwie rum. Ach so, zum Graben. Das habe ich bei mir umgestellt in den Einstellungen. Das, warte mal hier. Oh, ich speichere sicher halb erstmal ganz kurz, warte. Ich habe das bei mir hier umgestellt, weil ich hatte die Tasten auch nicht gefunden gehabt. Hauptmenü? Nee, Einstellung. No, jetzt bin ich zu Hauptmenü. Scheißregal. Ich habe abgespeichert. Scheiß. Steuerung, warte mal, wo war das jetzt? Einstellung. Spiel? Nein. Wo ist denn die Scheiße? Steuerung. Tastatursteuerung. Hier unten. Halt, ich habe das bei mir so gemacht. 1 und 2 habe ich gemacht. Weil ich weiß auch nicht, wie man die Pfeiltasten da benutzen soll. Deswegen habe ich das bei mir so gemacht. Die 1 und die 2 für die Geräte. Laden. Jetzt wurde ich auch gespeichert. das habe ich manchmal auch das Problem. Da musst du nur einfach nochmal waschen. Also so ging, das ging bei mir immer so. Ich hab auch gesehen, dass da Gold in der Pfanne drinne war. Dann hat es aber nicht funktioniert und dann habe ich es nochmal ins Wasser getan und habe nochmal gewaschen und dann habe ich es konnte ich es aufnehmen. Also so, wie gesagt, so war es bei mir. Ich habe das nämlich auch schon gehabt, öfters. Da habe ich mir auch gedacht, Alter, wieso kannst du das Gold nicht aufheben? Da habe ich es nochmal gewaschen und dann ging es eigentlich. Mal gucken, vielleicht läuft er jetzt ja wieder ein bisschen geschmeidiger. Dafür nicht. Bitte, bitte. Weil wie gesagt, die Pfeiltasten auf der Tastatur habe ich auch keine Ahnung. Deswegen habe ich es mir umgestellt. Falls jemand mit dem Controller spielt und das wissen möchte, hier.
Also beim PS4-Controller sind hier hinten R2 und R2 und L2 sind die zum Wechseln. Dankeschön. Dankeschön für den Follow. Ja. Da war es echt blöd. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber da musst du einfach noch mal waschen. Da musst du einfach noch mal waschen und dann. Ich kann auch jedem den Tipp geben, so mache ich das zum Beispiel. Nehmt euch einen Kredit auf und holt euch gleich die kleine Waschanlage, wo hinten die Pumpe dran ist, wo ihr das Wasser reintun könnt. Weil dann braucht ihr nur schaufeln, dann braucht ihr nicht jedes Mal den Wassereimer voll machen und dahin laufen. Würde ich zum Beispiel so machen. Weil ich das irgendwie ein bisschen sinniger finde. Queenie ist gut. Und bleib ruhig. Ja. Muss einfach nur zur Bank fahren. Oder ich glaube, ich weiß nicht, ob das ja schon. Doch, vom Terminal kannst du es auch machen. Im Zelt ist so ein kleines Terminal. So ein Tablet. Tablet, sagen wir einfach Tablet. Da kannst du einen Kredit holen am Anfang für 5.000. Ja. Entschuldigung. Warte, ich zeig dir das mal. Pass mal auf. Ich zeig dir das mal, wie ich das meine. Wie ich das zum Beispiel bei mir gleich am Anfang angeschlossen habe. Weil ich das einfach ein bisschen besser finde. So, wir machen das mal Licht an. Ja, ich weiß, da ist ein Mitarbeiter, der da arbeiten will und bla bla bla. Ich zeig dir das mal fix. Guck, ich habe ja zum Beispiel mir gleich so eine Wasserpumpe gekauft. Hab denn hier so einen Schlauch? Einen roten brauchst du nur. Du brauchst nur einen roten. Den legst du dir bis hierhin hin. Und kaufst einen Wasserfilter. Der Wasserfilter ist. Warte mal, wenn du so reingehst, links. Ganz links, der kostet auch nichts. Dann nimmst du hier, kaufst dir so einen grünen Schlauch. Den machst du hier ran. Hier so. Guck, und dann klemmst du ihn hier hinten an. Und brauchst aber. Du brauchst aber die hier. Nicht die Standard, ne? Also nicht die Standard, sondern wirklich das Ding brauchst du. Und so habe ich das Papier gemacht am Anfang. Siehst du, ich habe auch nur so ein kleines Loch gemacht. Dann war das auf 100%, weil ich stand dann hier drinnen. Und dann brauchst du quasi immer nur so machen. So. Nimmst halt die Schaufel. Haust da rein. So. Und haust da rein. Und dann macht er den Rest automatisch, ne? Also du musst da nicht wirklich was machen. So habe ich das bei mir gemacht. Und den Generator hier, den hier, mit dem fährst du gleich zur Tankstelle und machst ihn gleich voll. Ja, das ist. Das, ich habe das aber bei vielen gesehen, auch bei den größeren Streamern oder YouTubern, die ich jetzt so, wo ich mal so ein bisschen reingeguckt hatte, dass die das alle komischerweise so machen. Das, dann frage ich mich, warum. Ich meine, wenn man es natürlich nicht weiß, ne? Dann ist das natürlich scheiße. Das weiß ich. Das ist blöd. Weil meine Frau hat das auch so gemacht und ich habe sie gesagt, sag mal, wirst du da nicht langsam bekloppt? Du kannst ja nicht ständig in den Eimer Wasser holen. Also einen Wassereimer holen und das da reinkippen, das rentiert sich ja nicht. Ach so, scheiße, nein, ich wollte nicht Bagger fahren. Shift. Ich denke immer, was, warum bewegt sich der Arm nicht? Aber das passiert. Das passiert. Bad. Das ist.
Dann ist das leer, denke ich mal. Ich habe es bis jetzt noch nicht leer gemacht. Ich denke mal, dann ist das leer, weil du musst nur einmal bis 100%, glaube ich, machen. Dann kriegst du ja, ne? Du kriegst ja dann ein riesen Golden Nugget. Du findest den ja quasi. Und dann musst du dir hier, dann das Beste ist, du klickst ihn auf Tab, gehst dann hier rauf. Ich zeige das jetzt extra langsam. Ne? Wenn du das Loch voll, wenn du denn die Unze gefunden hast, dann hast du vielleicht 40 Unzen. Circa 40 Unzen. Und ein guter Tipp, wenn du den Kredit holst, das Gold, diese 40 Unzen, nicht beim Schmied so verkaufen, nicht roh verkaufen. Mach daraus einen Barren, geh zur Bank und verkauf den Barren. Du kriegst meist immer so 2, 3, 4, 5.000 kriegst du mehr von der Bank als wie vom Schmied. Das ist ein kleiner Tipp. Dann gehst du einfach auf Goldschürfen. Ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr viel. Ich weiß das. Dann gehst du auf Stufe 2 und dann guckst du hier auch Kaufen und Transport. Das machst du beim Schmied. Das machst du beim Schmied. Die Barren. Die machst du beim Schmied, die Barren. Ich muss eh gleich hin. Ich werde wahrscheinlich auch gleich einen Barren machen. Weil mein Arbeiter, den ich habe, der kostet ein bisschen viel. Merke ich gerade. So. Machen wir mal aus. Ist der eigentlich jetzt schon auf 100%? Ne, auf 81. Na gut. Lassen wir das so. Stopp. Ich muss, wie gesagt, ich muss jetzt eh zum Schmied. Dann kann ich dir das gleich mal zeigen. Ich mache nur mein Gold schnell noch fix fertig. Das, was ich jetzt schon mal da hab. Weil ich brauche unbedingt auch wieder Geld. Und vorhin, der Belz hat mich auch auf was gebracht. Da habe ich nämlich auch, glaube ich, das waren 2 oder 3 Unzen, ne, Belze, glaube ich. Die hatte ich dann auch mal zum Baden gemacht. Kriegst du auf jeden Fall auch viel, viel mehr. Komischerweise. Ich denk mal, das rentiert sich erst, wenn dieses Update kommt, was die da auf der Webseite geschrieben haben, wo du den Goldschmied erweitern kannst. Da kannst du denen irgendwie Geld geben oder Sachen kaufen, stand auf der Webseite. Und dann wird er wohl irgendwie besser. Irgendwie so. So, na gut. Dann fahren wir mal fix dahin. Ah ne, warte mal. Bin schon wieder viel zu schnell. Nur eine. Du kannst nur eine in die, reintun. Du musst die eine so lange auswaschen. Entschuldigung. Entschuldigung. Du musst die eine so lange auswaschen, bis er zu dir sagt, dass die sauber ist. Und dann nimmst du den nächsten Eimer. Also das heißt, du hast am Anfang 4 Matten, das heißt 4 Eimer. Du kannst auch 2 Eimer nur kaufen und dann machst du nur 2 Eimer, habe ich vorhin auch, glaube ich, gemacht. Oh, Moment. Oh, Entschuldigung. So. Dann wollen wir mal den Waschtisch anmachen. Zack. Power. Strom. Ja, es ist am Anfang ein bisschen alles schwierig. Ich kann mir, ich weiß, was meinst du, wie mir der Kopf gequalmt hat, wo meine Frau zu mir sagte, kannst du mir mal helfen? Ich kann das Spiel nicht. Keine Ahnung. Ne? Und